Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Undertale, der 93 Trophy. Im letzten Teil hatten wir ein wunderschönes Date mit Papa. Es gab zwar jetzt keine Liebe im Stand, aber eine größere Freundschaft. Und nun kommen wir mit Sans to Creepies gehen. What? Haven't you seen a guy with two jobs before? Ja, das haben wir schon gelesen. Du möchtest zu Creepies gehen? Ich komme gerne mit. Yeah! Well, if you insist, I'll pry myself away from my work. Ach, tu dir doch keine Umstände an. Over here, I know a shortcut. Eine Abkürzung? Aber Creepies ist doch... What the hell? Wir sind nach rechts und kommen links raus. Du hast dir doch... Der hat Teleportationsfähigkeiten, sag ich euch. First shortcut, huh? Hey, everyone. Oh, ihre Stimmen. Hey, Sans. Hi, Sans. Greetings, Sans. Hi, Shanty. Ich glaube, so waren ihre Stimmen. Alter, der Vogel. Hey, Sans, weren't you just here for breakfast a few minutes ago? No, I haven't had breakfast in at least half an hour. You must be thinking of brunch. Here, get comfy. Ach, echt, das... Whoops, watch where you sit down. Sometimes weirdos put whoopee cushions on the seats. Anyway, let's order. What you want? Fries? A burger? Oh, ich liebe Pommes. Hey, that sounds pretty good. Quilby, we'll have a double order of fries. Kämmt er sich gerade den Kopf, oder was? So, what do you think of my brother? Cool, uncool. Oh, definitiv cool. Er hat eine eigene Art, aber vom Charakter her, was definiert cool? Etwas Positives, etwas Lässiges und oh ja, er ist cool. Of course he's cool. You'd be cool too if you wore that outfit every day. He'd only take that thing off if he absolutely had to. Oh well, at least he washes it. Wahrscheinlich duscht er damit, oder? And by that I mean he wears it in the shower. Yes! Oh, ich bin gut in sowas raten. Yes! Ich gleich verstand jetzt. Mein Kopf war ein Gedanke. Oh, hat er die Bombe schon. Danke. Here comes the crab. Want some ketchup? Yes. No. Um ehrlich zu sein, normal esse ich sie schon gern, aber wenn ich nur Pommes habe, dann eher ohne. Nein, danke. More for me. What the? Wow, der hat Ketchup getrunken. Wow. Anyway, cool or not, you have to equip Papyrus twice real hard. Yep, tut er. Like how he keeps trying to be part of the Royal Guard. One day he went to the house of the head of the Royal Guard, Undyne, vermute ich mal, and begged her to let him be in it. Of course, she shut the door on him because it was midnight. Er ist mit... Zur Mitternacht ist er hingegangen. Also, schlechtes Timing. But the next day she woke up and saw him still waiting there. Die ganze Nacht hat er gewartet. Seeing his dedication, she decided to give him warrior training. Warrior training, das ist Betonung. It's still a work in progress. Oh. Oh yeah, I wanted to ask you something. Die Musik hört auf, wird's ernst? Oh. Ganz ernster Moment. Have you ever heard of a talking flower? Talking flower? Also ich habe Flowey getroffen. Meint er Flowey? Ja. So you know all about it. The Echo Flower. Achso, die hat er gemeint. They're all over the marsh. Say something to them and they'll repeat it over and over. What about it? Well, Papyrus told me something interesting the other day. Sometimes, when no one else is around, a flower appears and whispers things to him. Eine Blume erscheint! Einfach so! Das muss Flowey sein und er denkt, es ist eine Echo-Flower. Oh, Flowey, was hast du in dieser Welt nur geplant? Flattery, advice, encouragement. Predictions. Vorahnungen. Weird, huh? Someone must be using an Echo Flower to play a trick on him. Keep an eye out, okay? Thanks. Oh ja. Er gibt sich zwar manchmal als dieser faule,
nichts nutzt her, aber er sorgt sich wirklich um seinen Bruder und ich denke, das ist wieder dieses Gimmick. Er scheint der Tollpatsch zu sein, der faule Pelz, aber in Wahrheit ist er so richtig der Macho-Typ. Nur ob wir das zu sehen bekommen, ist eine andere Sache. Well, that was a long break. Und nun ist er wieder zurück zu seinem alten Ich. I can't believe I let you pull me away from work for that long. Du hast deine Pommes gar nicht angefasst, ich auch nicht. Oh, by the way, I'm flat broke. Can you foot the bill? It's just 1000 G. Naja, ich kann es eigentlich ganz schnell fahren. Warum nicht? Ich hab's zwar jetzt nicht, aber ich bin mal nett. Just kidding. Quillby, put it on my tab. Ach, Sans, du alter Lunke, du. By the way, I was going to say something, but I forgot. Aha. Darf ich die Pommes essen? Darf ich die vielleicht mitnehmen? Ja. Quillby said that your food is probably cold by now. Ja, denke ich mir auch. Nur leider kann ich es jetzt nicht mehr essen. Sagt ihr was anderes? Sansi, come back and sit with me. Everything's so fun when you're around. Sans is interesting. He has told me about all kinds of incredible foods. But despite his knowledge, he always orders the worst burger off the menu. Naja, vielleicht schmeckt's ihm ja. The Kippit is getting beauty. Ah ne, das kenne ich schon. Ja, das kenne ich. Sagen die vielleicht noch was anderes? Na du. Ihr habt euch noch unterhalten mit ihm. I like Chance. Sometimes he feeds us scraps of food under the table. Then his brother gets mad. But why? We are adults. We can handle it. Und du hast dich doch unterhalten. Sans is the most regular of all. He hasn't been showing up as much recently though. Sagst du noch was Neues? Sans is a sandwi, but don't let his twiddle make you think he does anything. Everyone knows he sits around in the forest reading car magazines. Automagazine, aha. Wahrscheinlich sagt Doggo das gleiche, oder? Huh? Since when did you Sans... Oder wie war seine Stimme? Ruff? Ja doch. Huh? Since when did you and Sans become friends? I don't like him. He loves to appear without moving. Stimmt, das ist eine Angewohnheit von ihm, dass er aus dem Nichts auftaucht. Wie er das macht, natürlich Magie, aber was für eine Art von Magie. Gut, wir können nun jetzt also weitergehen. Wir haben ein bisschen was erfahren, dass anscheinend jetzt Flowey mit Papyrus geredet hat. Das wird sich ja noch irgendwann in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Ob in diesem oder dem anderen ran, wer weiß. Gut. Also, ab in die Wasserfallwelt, würde ich mal schätzen. Und Sans, du bist wieder da, hä? Let's hang out again sometimes. Alles klar, gerne. Okay, speichern wir mal. Das ist The Sound of Rushing Water. Determination. Genau 240 Minuten, sehr schön. This is a box. You can put an item in or take an item out. Why would you, though? You can't use items when they're in the box. Sincerely, a box-hater. Warum sollte man Boxes hassen? Warum Kisten hassen? Das ist doch nicht schön. Wow. Soll ich da ausweichen? Hüppala. Ich glaube, ich mache das Richtige, oder? Ja, da hinten komme ich gar nicht dran. Ich weiß nicht, wer das sagt, deshalb ich mache Differenzierung. I saw something behind that rushing water. Rushing water? Moment, ich habe eine Idee. Hä? There's a camera behind the waterfall. Eine Kamera? Wieso ist da eine Kamera? Also die fallen über mir. Ich dachte, die würden mich da mitreißen. Eine Kamera. Sagst du noch was anderes? Warum ist da eine Kamera? Hat da jemand was beobachtet? Nur was hat derjenige beobachtet? Also ich kann nur in die Mitte klicken und hier geht's doch nicht weiter, wie ich vermutet habe. Kann ich einfach drüber laufen? Ist das tief oder? Yes. Oh, Moment, die können ich mich da mitreißen. Und in der Mitte ist was.
Ich habe eine Stadt. Ich habe eine. Reiß mich mit! Los! Los! Ich will ins Geheimnis! Da ist doch ein geheimes Loch! Komm schon! Und fallen! Nein? Doch nicht. Hm. Ich dachte, ich könnte vielleicht an das Loch fallen, aber anscheinend doch nicht der Fall. Vielleicht hier? Ist vielleicht hier. Oh! Hier ist was versteckt! There's a tattoo lying on the ground here. Will you take it? A tattoo! You got the old tattoo. Oh, squishy mushrooms. Oh, squishy, squishy muffins. Muffins? Ich meine natürlich Mushrooms. Mal sehen. Wie sind die Werte? Vielleicht nehme ich das eher anstatt dem Bandana. L22 Info. Hm, Defense 10. Finally, protective piece of armor. Das alte Tattoo ist sehr protective? Na, dann setze ich es doch gleich mal ein. Und use. You grip the Tattoo und dann lege ich das Bandana ab. Yes, manly bandana, ablegen, toy knife, bandage, tough glove, toy knife brauche ich nicht unbedingt. Ich bin fertig, gut, alles klar, das ist ja schön. Neues Item für die Verteidigung. Oh, netter Lichteffekt. Oh, was ist denn da jetzt? Hi, Undyne. Oh, das ist Undyne. I'm here with my daily report. Regarding that human I called you about earlier. Huh? Did I fight them? Yes, of course I did. I fought them valiantly. What? Did I capture them? Them? Oh, verstehe. Sie reden den Menschen als sie an, dadurch wird kein Geschlecht festgelegt und dadurch kann der Spieler sich mehr mit dem Charakter identifizieren. Well, no. I tried very hard, Undyne. But in the end, I failed. What? You're going to take the human's soul yourself? But Undyne, you don't have to destroy them. You see. Oh. Oh je. I understand. I'll help you in any way I can. Oh je, sie will die Sache selbst in die Hand nehmen. Und okay. Ganz ruhig. Oh shoot. Nicht bewegen. Oh, schöner Speer. Oh je, das mit dem Chloe-Eye. Oh Gott. Oh Gott. Hört, Monster-Kid. Yo, did you see that way she was staring at you? That was awesome. I'm so jealous. What you do to get her attention? Come on, let's go watch her beat up some bad guys. Whoop, oh. Ja, ohne Arme ist das Gleichgewicht wahrscheinlich nicht so gut. Oh, was? A feeling of dread hangs over you. But you stay determined. A dread. Eine Bedrohung. Das soll es heißen, oder? Oh, die Musik. Oh, so schön beruhigend. Undyne ist uns also auf den Fersen. Wir müssen Acht geben. When four bridge seeds a line in the water, they will sprout. Aha. Moment. Oh! Hallo! Oh, schöner Hut! Hinlegen? Aha. Tut! Jupp! Wunderbar 3! Juppadu! Jupp! Kann ich das irgendwie mitnehmen? Ich mag meinen neuen, schönen, modischen Hut. Wupp! Lala! Ach, wie schön. Wie schön es ist. Hütter! Wieder mal ein kleiner Kampf. Oh, Erwin flexes hin. Nicht kämpfen. Come on, in the water's fine. Hüse. Du hast Muskeln. Hüse. Erwin is splashing you playfully. Hör doch auf, du. Erwin, check. Attack 24. Wow, der ist stark. Defense 12. This seahorse has a lot of HP. Horsepower.
All of his attacks are harder to dodge at the bottom of the box. Check all you want. Was sind da Schweißtropfen? Hu, du bist so hot. Smells like an underwater barnyard. Also ein Schuppen. Okay. Flex, Schuh. Schuh, weg mit dir. You tell Erin to go away. You'll change your mind. Nein. Hüsse. Erin is sweating bullets. Okay, dann flex mit. Ich kann nicht flexen. Da ist nichts zum Flexen. You flex. Erin flexes twice as hard. Attack increases for you too. Flexing contest. Okay, flex more. Nope. Erin is ready for your next flex. So weit doch nicht, ich rück mir die Augen raus. Twice as hard. Attack increases for you too. Nice. I won't lose, so. Erin is ready for your next flex. Der wird auch platzen, der wird weg, der wird abheben. Flexes very hard. He flexes himself out of the room. Also sowas vorher zu sagen, das gefällt mir. You won and 30 gold for me. Das ist schön. Gut, ich würde gerne wissen, was das Schild da sagt. Dodo, hallo! Wo muss ich das hinsetzen? Die Glocke ist wahrscheinlich zum Respawnen. Nein, kann ich das so ablegen? Aha, okay. Ja, dann. Boop. Oh, namens du? Namens du? Echt, die Musik ist so schön und so bedrohlich zugleich. Das ist auch eine schöne Mischung. Und jetzt haben wir auch mal wieder was mit schönen Puzzles. So, und was sagst du, liebes Schild? Moment, und... Congratulations! Oh, hab ich fast gewonnen. You failed the puzzle. Ah, verdammte Kiste. Das ist... So, jetzt machen wir die Lichter aus. Das soll niemand sehen. Niemand sehen. If an error is made, the bell blossom can call bridge seats back to where they started. So, zurück zu Papa. Okay, wo muss es lang? Ich schätze mal dort, oder? Aha, okay. Das scheint ja ganz einfach zu sein, okay? Da brauche ich... Ach nee, stimmt. Nur wenn 4 sich verbinden. Moment. Nur wenn 4... Passt es so? Nein, nur wenn 4 in einer Reihe sind, oder? Ja, nur wenn 4 in einer Reihe sind, glühen sie. Moment. Okay, lass mich überlegen. 4 in einer Reihe. Da passen auch nur 3 hin. Hier vielleicht? 4 in einer Reihe. Aha. So vielleicht? Nö. Oder doch? Ich probiere gerade aus. Boop. Also, so sind sie zwar alle in Kontakt, aber so komme ich überhaupt erstens nicht rüber, zweitens sind sie ja nicht in einer Reihe. Okay, das ist doch kniffliger. Zum Glück ist hier die Reset-Bell. 4 in einer Reihe. Okay, lass mich gerade mal überlegen. Mit meinem schönen Seerosenblatthut. Hab noch genug Zeit. 4 in einer Reihe. Moment. Kann ich dich ablegen? Ich kann doch... Vielleicht kann mir Papyrus helfen. Der ist doch so ein guter Puzzle-Künstler. Ich kann ihn doch anrufen, oder? Ring, ring. This puzzle. Oh, er kann mir helfen. I've got it. Try to build a bridge with the bridge seats. Danke, Papyrus. Du warst mir eine sehr große Hilfe. 4 in einer Reihe. Moment. Wenn ich vielleicht sie nicht so ansetzen kann, dann vielleicht so von oben. Aber ich muss ja dann noch auf die andere Seite kommen. Das ist knifflig. Weil das ist ja alles nicht 4 breit, oder? Nein, ist es nicht. Vier in einer Reihe. Aber Sonne soll verbunden sein.
Okay. Ich weiß, was verlangt ist, aber ich komme nicht drauf. Oh, doch, ich sehe es jetzt. Okay. Folgt mir, okay. Also haben wir hier Nummer 2. Seht ihr, da haben wir Nummer 3. Oh, das funktioniert doch nicht. Ich dachte, wenn ich hier die 3 und 4 hinsetze und... Ja, das passt, glaube ich, doch nicht. Oder doch? Kann ich es noch austricksen? Nee, dann ist ja nicht in einer Reihe. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Nein, sie müssen wirklich in einer Reihe sein. Irgendwie so. Denke ich mir doch. Also da unten definitiv nicht. Doch auch nicht. Lasst mich überlegen. 4 in einer Reihe. Sie schwimmen, die bleiben auch nicht an Ort und Stelle. Oh, Moment! Es hieß ja nicht, sie müssen sie müssen Kontakt haben, oder? Also klappt es auch nicht. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Oder müssen sie den Kontakt haben? Das ist halt die Frage. Moment. So vielleicht? Nee, das wäre genau das, was ich gerade eben probiert habe. Eine Brücke sollen sie bilden. Eine Brücke, lalala. Wenn sie jetzt... Ist doch kniffliger als gedacht. Ihr habt es wahrscheinlich so schlau wie ihr seid. Habt ihr es sofort herausgefunden, wo ihr es gesehen habt. Aber ich muss ja überlegen. Kann ich vielleicht hier noch... Ach so. Oder nein. Oder doch. Okay, so habe ich eine... Ach so. Ja, jetzt sehe ich's. Ja. Da. Das solltet ihr mir sagen, oder? Ja. Hello, this is Papyrus. How did I get this number? It was easy. I just delayed every number sequentially until I got yours. Du bist ein Genie. So, what are you wearing? I'm asking for a friend. She thought she saw you wearing a dusty tutu. Is that true? Are you wearing a dusty tutu? What will you say? Mal sehen. Ich glaube, das könnte vielleicht umgedrehte Psychologie sein, wenn wir sagen, nein, wir haben keins und lassen es aber an. Könnte sein, dass er sagt, dass er das Gegenteil sagt und er denkt, dass wir es dann ausziehen und es... Ich habe mich gerade selbst verwirrt. Ich sage einfach ja. So you are wearing a dusty tutu. Got it. Wink, wink. Have a nice day. Klick. Keine Ahnung, ob ich jetzt das Richtige gemacht habe oder ob es einen Unterschied macht. Naja. Wishing Room. Ein Wunschraum? Oh. A long time ago, monsters would whisper their wishes to the stars in the sky. If you hoped with all your heart, your wish would come true. Now all we have are these sparkling stones on the ceiling. Ach, ich habe mich gerade gefragt, wie haben sie hier bitte Sterne? Das sind also nur Steine, die funkeln. Thousands of people wishing together can't be wrong. The king will prove that. Hört da, wer kommt jetzt? Washua, shove us up. Auch eine Waschmaschine auf Bein. Ah, halt. Ich will nicht kämpfen, nein. Checken will ich. Attack 18, Defense 5. This humble Gemmemove seeks to cleanse the whole world. Er will die ganze Welt reinigen mit seiner Gummiente. Tweet. Whistle as it cleans. Was? Verdammte Kiste, wird ja alles sauber hier. Machst mich ja fertig. Washua is friends with a little bird. Mal sehen. Ich reinige. Wenn er sieht, ich bin auch ein reiniger Typ, dann mag er mich. You ask Washua to clean you. It hops around excitedly. Queen means clean. Queen means clean. Washua is wincing off a pizza.
Und ich gönne ihm die Pizza. Und spare ihn. Whoop, you won. 25 Gold. Sehr schön. Ich mach, denke ich, noch bis zum nächsten Speicherpunkt. Come on, sis. Make a wish. Oh, die liebe Shakespeare. I wish my sister and I will see the real stars someday. Oh, wie schön. Na du? Was sagst du noch? Ah, seems my horoscope is the same as last week's. Können wir uns die Steine anschauen? Looks through the telescope? Yes. Ah. Hüss, what the? Jack? Was steht da? Jack Wall? Da steht... Ah, da! Jack Wall! Aha. Die Wand? Welche Wand? Die oben? Die Wand? Wow! Ne! Ist so nicht wahr. Kann ich da lang? Nein? Dieser Ort, sehr geheimnisvoll. Gefällt mir. Ancient writing covers the world. You can just make out the words. The war of humans and monsters. Why did the humans attack? Indeed, it seemed that they had nothing to fear. Humans are unbelievably strong. It would take the soul of nearly every monster. Just to equal the power of a single human soul. Ah, das ist wieder dieses blöde, oh, es sind Monster. Oh, sie sind anders als wir. Oh, wir müssen Angst vor ihnen haben. Pa. Ich glaube, nach dem Spiel werde ich verstehen, auch wenn ich Monster begegne. Es muss nicht unbedingt geil sein, dass es mir wehtut. Erstmal hier, freundliche Konversation anstimmen, ja? But humans have one weakness. Ironically, it is the strength of their soul. Its power allows it to persist outside the human body, even after death. Die Seele kann erhalten bleiben, auch nach dem Tod eines Menschen, aha. If a monster defeats a human, they can take its soul. A monster with a human soul, a horrible beast with unfathomable power. Also wenn ein Monster eine menschliche Seele absorbiert, dann kriegt es unglaubliche Kräfte. It's an illustration of a strange creature. This is something very unsettling about this drawing. Finde ich nicht schön. Whoopala! Und ich gehe. Alter, das sieht unheimlich aus hier. Totales Schwarz. Totales Nichts. Oh, Backe. Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, wir werden wieder auf Undyne treffen. Wenn das der Fall ist, mache ich doch lieber hier einen kleinen Cut und hebe die Stimmung für den nächsten Part auf. Also, wir wissen nun, Undyne will die Sache selbst in die Hand nehmen. Sie will uns jagen. Wir müssen wahrscheinlich irgendwann auch selbst gegen Undyne kämpfen. Wenn sie diesen Speer dabei hat. Oh, da muss ich aufpassen. Oh, da muss ich aufpassen. Sehr dramatischer Abgang, ja. Für mich oder sie? Nee, ich werde freundlich sein. Vielleicht muss ich... Oh, vielleicht hat das mit Flowey gemeint. Was ist, wenn ich auf einen rücksichtslosen Killer treffe? Was werde ich tun? Werde ich kämpfen? Nein. Wenn, dann laufe ich lieber. Oh. Vielleicht wird es die Strategie sein, dass ich laufen muss. Kann ich ja testen. Vielleicht denke ich wieder um zu viele Ecken. Und dann komme ich hinten am Anfang wieder an. Gut. Ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe von Undertale gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich bei der Fortsetzung wieder. Bis dahin, Ihr 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.